Ich bin erleichtert, dass das griechische Parlament heute Morgen die Entscheidung für das Hilfsprogramm getroffen hat und für die Reformen. Das ermöglicht uns jetzt im Bundestag morgen einen Beschluss zu fassen. Ich bin zuversichtlich, dass das in einer breiten, offenen Debatte am Ende auch gelingt. Herr Tsipras hat sich entschlossen, die vereinbarten Reformen umzusetzen. Ich finde, das verdient Respekt. Jetzt gibt es eigentlich nur eine Schlussfolgerung. Wir müssen ihm dabei helfen, dass das auch gelingt. Das Kompromisspapier von Brüssel entspricht den sozialdemokratischen Vorstellungen von Solidarität. Solidarität gibt es immer für die, die sich selber auch anstrengen. Das ist eine alte sozialdemokratische Tradition, Solidarität, das ist Hilfe zur Selbsthilfe. Und die Entscheidung des griechischen Parlaments hat gezeigt, die Griechen wollen sich anstrengen, die griechische Regierung will die Reformen umsetzen und dabei werden wir sie unterstützen. Für uns stehen im Mittelpunkt die Menschen in Griechenland. Wenn jetzt keine Entscheidung in Brüssel getroffen worden wäre, dann hätte es wahrscheinlich schwere soziale Verwerfungen in Griechenland zur Folge gehabt. Und wir hätten im Grunde genommen keine richtigen Instrumente gehabt, um den Menschen in Griechenland zu helfen. Das wäre ein Drama geworden. Ich bin froh und erleichtert, dass dieses Drama Europa erspart bleibt. Aber am Wochenende in Brüssel ging es nicht nur um die Zukunft Griechenlands. Es stand auch der Zusammenhalt der Eurozone und von Europa insgesamt auf dem Spiel. Ich bin froh, dass wir vermieden haben, dass Europa sich in Nord- und Südländer aufspaltet. Deutschland und Frankreich sind zusammengeblieben. Das zeigt, wenn es ernst wird, dann ist die Eurozone, dann ist die Europäische Union handlungsfähig. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft, die von Brüssel ausgegangen ist. Nachdem die Entscheidung gefallen ist, dass wir den Griechen helfen wollen, aus der Dauerkrise herauszukommen, erwarte ich von allen Regierungsmitgliedern, dass sie da mitziehen. Es geht jetzt nicht mehr um den Plan B. Beschlossen wurde der Plan A. Und ich will, dass dieser Plan auch gelingt. Und dazu muss auch Herr Schäuble beitragen. Die SPD ist zusammengeblieben in diesem Prozess. Wenn die griechische Regierung Verhandlungen über Reformen verweigert hätte, dann hätte man in der Tat über den Grexit diskutieren müssen. Dazu ist es zum Glück nicht gekommen. Wir haben jetzt eine andere Geschäftsgrundlage. Ich bin dafür, dass wir die Verhandlungen erfolgreich führen. Der Parteivorsitzende ist dafür und die Fraktion wird auch dafür sein. Der IWF sagt, dass die Schuldentragfähigkeit nicht gegeben ist. Man ist ja jetzt erst in Verhandlungen oder wird dann eintreten zu einem dritten Paket. Ist es nicht das Gleiche, was Wolfgang Schäuble sagt, nämlich, dass die Tragfähigkeit nicht gegeben ist und Griechenland besser außerhalb des Euro-Raumes entschuldet werden kann? Oder eigentlich, darin sieht er die einzige Möglichkeit, weil die Verträge das andere verbieten? Die Schuldentragfähigkeit ist ein objektives Problem. Deshalb muss dieses Problem auch genau betrachtet werden. Eine Lösung innerhalb der Eurozone ist schwierig aufgrund der rechtlichen Regelungen. Aber wir werden jetzt eine Lösung innerhalb der Eurozone finden müssen. Wir haben in wesentlichen Dingen am Wochenende immer eine Meinung gehabt. Und das war, Deutschland und Frankreich müssen in diesen Verhandlungen zusammenbleiben. Das war übrigens auch das Anliegen von Sigmar Gabriel. Und er hat auch dafür gesorgt, dass Deutschland und Frankreich zusammengeblieben sind. Ist Ihnen angesichts der Dimension des dritten Hilfspaketes und der benötigten Mittel von Griechenland nicht ein bisschen mulmig zumute? Das wird ja doch sehr viel in der Summe. Natürlich bin auch ich besorgt, ob das alles gelingt. Und ich bin davon überzeugt, dass wir mehr tun müssen, als ein drittes Hilfsprogramm zu beschließen. Ich glaube, dass wir auch gesellschaftliche Anstrengungen unternehmen müssen. Es gibt viele Menschen in Griechenland, die wollen sich mit dem Desaster nicht abfinden. Viele junge Menschen, die gut ausgebildet sind, zum Teil im Ausland ausgebildet sind, wollen raus aus dem klientelistischen System. Es gibt aber auch tatkräftige Politiker, wie der Bürgermeister von Thessaloniki,
die gegen die Korruption kämpfen, die sich dafür einsetzen, dass die Wirtschaft wachsen kann, dass auch Wettbewerb entsteht, dass ein modernes Staatswesen in Griechenland entsteht. Und ich finde, diesen Menschen müssen wir helfen. Wir müssen Mittel und Wege finden, wie wir diese Menschen unterstützen, die ein modernes, leistungsfähiges Griechenland wollen.